So, ich will euch heute zeigen, wie wir eine schöne Welle hinkriegen mit dem, ich nehme das Weiß von Resitint, von Elichim in Resin, von der Stefanie Ether. Und ich habe vorher das Bild mit Mastercast schon mal überzogen. Das heißt, da ist jetzt schon flüssiges Resin drauf. Ich habe noch ein bisschen Rest aufgehoben, mit dem ich mir dann jetzt das Weiß anrühre. Das Weiß rühre ich immer in so einen Mini-Becher an. Also da ist jetzt früher Blau drin gewesen, lasse das eintrocknen und tue dann einfach die neue Farbe rauf. Also ganz wichtig, das Weiß ganz, ganz, ganz toll schütteln. Auch hier oben immer mal wieder drücken, dass wir die Farbe wirklich gut vermischt haben. Und dann mache ich das wirklich nach Gefühl. Also da gibt es jetzt irgendwie kein Geheimrezept, sondern ich mache dann einfach jetzt mal hier so einen Schuss rein. Ihr seht es ja. Und dann gebe ich da halt eben den ganz normal, den Isopropanol gebe ich da jetzt drauf. Auch so nach Gefühl einfach so ein Schluck halt, ne? Mal mehr und mal weniger. Dann verrühre ich das Ganze. So. So. Ah, nicht umkippen. So, und dann gebe ich jetzt da ein bisschen Resin dazu. Also ihr seht halt wirklich, man sagt ja immer 10% Farbe und 10% Resin. Das ist beim Weiß, mache ich das nicht so. Da gebe ich einfach viel, viel weniger Resin hinzu. So, jetzt schön verrühren. Hoffentlich kleckere ich nicht. So. Jetzt seht ihr, das ist richtig wie Wasser eigentlich noch, ja. Also so soll man es ja normalerweise nicht machen. Ich habe ja gelernt 10%, aber für die Wellen oder für diesen Welleneffekt ist es halt einfach am besten. Ich habe jetzt hier halt kein Meeresbild, sondern ich habe jetzt bei uns in der Schweiz den Zentes gemalt und da will ich jetzt einfach hier noch so eine Schnee einfach so ein bisschen drüberlegen und es ist eigentlich der gleiche Effekt wie bei den Wellen. So. Seht ihr das? Okay, also so richtig schön wässrig muss das sein. Gut, geht's weiter mit meiner Heißluftpistole. Ich habe entweder so einen kleinen Aufsatz, um da schöne Wellen zu machen. Ich habe aber halt auch so einen größeren. Für das Bild würde ich jetzt einfach den kleineren nehmen, weil ich das doch ein bisschen besser steuern kann. Und dann setze ich den da einfach vorne drauf. Und dann kann ich eben mit der Luft nachher schön die Bewegung rausholen. Jetzt muss ich, glaube ich, das Flüssigresin trage ich jetzt nochmal an der Kante auf, dass ich da ein bisschen mehr drauf habe, wo ich das Weiß ansetzen möchte. Dass sich das auch schön vermischt. So. Jetzt gehe ich da sowieso nochmal drüber und mache kurz die Blasen raus. So, zur Seite. Und dann gehe ich jetzt einfach mit dem Weiß hier an der Kante lang. So. So. Und ihr seht, das reagiert schon, weil da natürlich Alkohol drin ist. Und jetzt stelle ich das wirklich auf höchste Blase. Ich stelle das auf die höchste Gebläsestufe und dann puste ich da einfach rein. So.
Das sieht man jetzt leider bei dem Bild nicht so schön. Schade eigentlich. Aber da hat sich jetzt so ein weißer Schleier drüber gelegt. Ich gebe jetzt noch mal ein bisschen Weiß drauf. Vielleicht sieht man das dann besser. Hätte ich wahrscheinlich doch einen blauen Hintergrund nehmen sollen. So, ich drehe es noch mal um. Dass auch meine Schneeschicht da so ein bisschen zu sehen ist. So, jetzt gehe ich hier auch noch mal lang. So. Auch noch mal. Also ich meine, das bildet ja schon von alleine, ihr seht es ja, das bildet ja schon von alleine da die Zellen und verfliegt so schön. So, jetzt wieder auf volle Pulle.